Wo liegt eigentlich der abgeschiedenste Ort der Welt? Oder wisst ihr, wie die Hauptstadt der Mongolei heißt? Und was ist eigentlich Shahi Panir? Fragen wie diesen werden wir heute nachgehen und hoffentlich Antworten bekommen. Hier bei Wer schlägt? Den Erdkunde-Profi der neuen Quizshow von Travelbook. Wir sind hier im Bikini Berlin im 25 Hours Hotel und haben uns eine Kandidatin eingeladen aus der Welt des Reisens. Und sie tritt an in 5 Runden gegen keinen geringeren als den amtierenden Quiz-Europameister. Sein Name Sebastian Klussmann, unser Erdkunde-Profi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich grüße dich, lieber Sebastian. Der Vollständigkeit halber gehen wir kurz einmal deine Vita durch. Du bist professioneller Quizspieler, du bist amtierender Quiz-Europameister. Ich habe es gerade gesagt, du hast ein Buch geschrieben für bessere Allgemeinbildung. Du sprichst nicht weniger als 5 Sprachen, darunter Japanisch und Chinesisch, und du liebst es zu reisen. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Vielen Dank. Was heißt Erdkunde-Profi auf Chinesisch? Oh, den Begriff gibt es nicht im Chinesischen. Das hätte ich an deiner Stelle jetzt übersetzen. Auch gesagt. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Und bevor wir gleich unsere Kandidatin begrüßen, kurz einmal der Hinweis für euch. Wir sind hier alle vor und hinter der Kamera auf Corona getestet, sind alle selbstverständlich negativ. Wir halten uns an die Regeln. Ihr braucht euch keine Sorgen um uns machen. Wir kommen jetzt zu unserer Kandidatin. Wir kommen zu Nathalie Aaron. Herzlich willkommen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Liebe Nathalie, ich grüße dich. Wir kommen zu dir. Du bist ein echter Reisefuchs. Du hast auf Instagram über 300.000 Follower, lese ich hier. Du heißt VoyageFox auf Instagram. Genau. Und richtig. Du reist mit deinem Mann quer um die Welt. Wie kam es dazu? Oh, wir haben uns vor 7 Jahren kennengelernt und mein Mann war damals schon ein ziemlicher Fan von Punkten und Flugmeilen sammeln, hatte immer die besten Reisedeals rausgesucht. Ich war damals und er auch noch Student und haben immer quasi zwischendurch immer mal ein paar kleine Trips eingeschoben. Und dann war auch irgendwann mal der erste Um-die-Welt-Trip geplant und dachte mir, eigentlich könnten wir uns einfach mal eine Kamera holen und schauen, wie das Ganze so funktioniert. Mega, also sehr organisch alles entstanden. Du als jemand, der damit ja sein Geld verdient, um die Welt zu reisen, gibt es irgendwas, was du so als Geheimtipp oder als Tipp geben würdest, wie man Geheimtipps findet? Die besten Tipps bekomme ich eigentlich immer von Einheimischen, also entweder Leuten, die da wohnen oder die da schon mal waren und sagen, hey, das ist noch nicht so bekannt. Oder ganz einfach auf Instagram irgendwelche Geheimspots suchen oder Pinterest nutze ich auch sehr gerne. Ja, ganz aus unterschiedlichen Quellen kommt die Inspiration. Schön, dass du da bist, Nathalie. Wir haben genug gequatscht, wir wollen loslegen. Es geht in die erste Runde, es geht zur Schnellraterunde. Ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Ihr beide bekommt von mir 30 Sekunden Zeit, in denen es darum geht, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Mhm. Beantwortet ihr eine Frage richtig, gibt es einen Punkt. Beantwortet ihr sie falsch, gibt es zumindest mal keinen Minuspunkt. Wenn ihr euch unsicher seid, sagt ihr im allerbesten Fall weiter, dann stellen wir die Frage ans Ende der Runde und wenn ihr noch Zeit habt, würden wir die Frage dann einfach noch mal stellen. Ihr dürft also, wie gesagt, gerne dann lieber weiter sagen als falsch, wenn ihr euch unsicher seid. Während der Runde sage ich nur, ob es falsch oder richtig ist und wir gehen dann nach der Runde noch mal kurz die entsprechenden Antworten, die ihr gegeben habt, einmal durch, um zu checken, ob wirklich alles korrekt gelaufen ist. Soweit alles klar? Ja. Wunderbar. Nathalie, ich würde sagen, wir starten. Welche ist die Hauptstadt vom US-Bundesstaat Massachusetts? Weiter. Zu welchem Land gehört die Insel Texel? Weiter. Wie viele Stadtteile hat New York? 5. Korrekt. In welchem Land liegt die Stadt Cusco? Peru. Korrekt. Welcher ist der höchste Berg der USA? Weiter. Wie viele bewohnte Kanareninseln gibt es? 5. Das ist leider falsch. Herrscht auf den Malediven Linksverkehr? Ja. Korrekt. Welcher Highway führt über die Florida Keys? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Immerhin. Das waren nur 30 Sekunden Zeit. Wir gehen das einmal gemeinsam durch. Hauptstadt von Massachusetts ist Boston. Oh, stimmt, ja. Texel, Niederlande. Mhm. Stadtteile New York 5 war korrekt. Cusco, Peru war auch korrekt. Der höchste Berg, Mount McKinley, hattest du auch richtig beantwortet. Ist das richtig? Nein, war falsch. Nicht mehr. Nicht mehr? Heißt Denali. Aha. Also umbenannt. Wie viele bewohnte Kanareninseln gibt es? 8 sind es. Du meintest die Balearen.
Das sind nämlich sein. 5. Linksverkehr auf den Malediven ist korrekt. Wird gefahren und die letzte Frage konnten wir leider nicht mehr beantworten. Von daher 3 Punkte für dich. Gut. Nicht schlecht. Mein Respekt, danke, liebe Nathalie. Wir kommen zum Erdkunde-Profi. Wir kommen zu Sebastian. Auch da warte ich wieder auf den Buzzer. Und dann geht's los mit der ersten Frage. Zu welchem Land gehört die Karibikinsel Aruba? Niederlande. Korrekt. Welche Landesvorwahl hat Portugal? Das ist 3-5. Nein. Gibt es ein Dreiländereck Brasilien, Kolumbien, Peru? Nein. Falsch. Wie tief ist der Bodensee an seiner tiefsten Stelle? Oh, come on. Ungefähr. Weiß ich nicht weiter, 80 Meter. Ist falsch. In welchem US-Bundesstaat liegt der Mount Rushmore? North Dakota. South Dakota. Welches Kfz-Kennzeichen hat Indonesien? IN. Falsch. Was ist flächenmäßig größer? Ja. Eieieiei, das war schwer. Das war, da hat sich einiges aneinander gereiht. Ja. Es war schwer und es war dann am Ende aber auch ein blöder, mindestens einer darunter. Aber wir gehen einmal durch. Zu welchem Land gehört die Karibikinsel Aruba? Niederlande? Das war gut. Genau, welche Landesvorwahl hat Portugal? 3-5-1. Boah, come on. Gibt es ein Dreiländereck? Ja, natürlich gibt es das. Gibt es, wie tief ist der Bodensee? 251 Meter. Hättest du 250 gesagt, wäre das auch okay gewesen. US-Bundesstaat. Ja, das war auch schwach. Mount Rushmore, South Dakota. Du hattest doch North Dakota gesagt. Quatsch. Kfz-Kennzeichen, Indonesien. RI. Und die letzte Frage wäre gewesen, was ist flächenmäßig größer, Central Park oder Münchens Englischer Garten? Ja, ich hoffe, der englische Garten. Das ist korrekt. Ja. Zählt aber eh nicht mehr, weil wir es nicht mehr geschafft haben. Ja. So, ich bedanke mich für eine tolle erste Runde. Es steht 3-1 für Nathalie. Das geht doch schon mal gut los. Herrlich. Aber es sind noch einige Runden zu spielen, von daher weiterhin Konzentration. Unser Erdkunde-Profi ist gerade auch hinten raus. Nicht schlecht, ich würde es nur mal gesagt haben. Es wird visuell, wir kommen zur zweiten Runde. Wir kommen zum Fotoquiz. Es geht jetzt darum, wir zeigen euch gleich 3 Bilder. Ich würde euch bitten, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, was ihr auf diesem Bild seht, wo dieses Bild entstanden ist, drückt ihr bitte auf den Buzzer. Mhm. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Ihr seht den Eiffelturm, wäre Paris/Frankreich. Wenn ihr Paris jetzt nicht gewusst hättet, würde ich Frankreich auch gelten lassen. Okay. Ja? Soweit klar. Bitte tut mir den Gefallen, drückt nur, wenn ihr es wirklich wisst, weil wenn die Antwort falsch ist, kriegt der Gegner bzw. die Gegnerin den Punkt. Alles klar soweit? Ja. Gut. Wie reagiert er? Reagiert er schnell? Du kannst es einmal ausprobieren gerne. Nee, du musst schon richtig. Okay. Nimm den gerne zu dir. Gut. Genau. Schön laut, kräftig, selbstbewusst. Schönes Geräusch. Darauf drücken. Wir kommen zum ersten Foto, liebe Leute. Welche Stadt ist hier zu sehen? Ich würde raten, aber es ist mir zu heiß. Welche von denen? Also, was wir sehen, es ist was Marktähnliches. Ja, ne? Ich probiere es mal. Ich muss ja aufholen. Na? Marrakesch. Hätte ich auch gesagt. Ist korrekt. Stimmt. Punkt für Sebastian. Ja, also, Nathalie, du siehst, manchmal lohnt sich das Zocken. Ja. Ne? Nächste Frage: Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Titicacasee, Peru. Das ist korrekt. Ich hätte auch Bolivien gelten lassen, ne? Liegt in beiden Ländern, von daher Punkt für Nathalie. Meinen größten Respekt. Und die nächste Frage, in welcher Stadt sind wir hier? Barcelona. Das ist korrekt. Wow. Liebe Nathalie, das geht sehr, sehr gut weiter hier, das stimmt. Du gewinnst auch diese Runde. Respekt. Kurzer Zwischenstand, es steht 5-2. Für unsere Herausforderin, für Nathalie. Sehr schön. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Runde. Es geht zum Weltspeisen erraten. Ihr bekommt gleich beide eine Glocke mit einem kleinen Dessert, mit einer irgendeiner landestypischen Speise, mit einer Leckerei. Von mir kredenzt und ihr müsstet mir dann bitte sagen, was ihr dort schmeckt, wo diese Speise herkommt und im allerbesten Fall auch, wie sie heißt. Für beides gibt es einen Punkt, ja? Euch werden die Augen verbunden. Derjenige, diejenige, die dran ist, bekommt nur die Augen verbunden. Der andere, die andere wartet noch kurz und kriegt auch entsprechend Kopfhörer aufgesetzt, weil ihr die gleiche Speise aus Fairnessgründen vorgesetzt bekommt. Okay? Sollte das falsch sein, was ihr sagt, kriegt der andere jetzt keinen Punkt. Okay. Also
Lasst euch ruhig Zeit, überlegt, schmeckt, riecht, alles was dazugehört. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Jetzt macht unser Thorsten hier wieder alles bereit, serviert uns hier die entsprechende Speise. Ihr kriegt von uns gleich noch entsprechenden Sicht- und Hörschutz. Einmal für dich, liebe Nathalie, ist frisch desinfiziert. Macht euch darüber keine Sorgen. Ich bin gespannt, was diesmal auf den Kopfhörern zu hören ist. Ja. Beethoven, Capital Bra, ähnliches. Gut, dann mach also die Maske setzt, genau, setzt es gerne auf. Ich warte kurz, bis Sebastian nichts mehr hört. Wir fangen mit Nathalie an. Sebastian hört nichts mehr. Nein, das sieht ganz danach aus, als wenn er nichts mehr hören würde. Liebe Nathalie, bist du bereit? Ja. Wunderbar. Ich hebe die kleine Glocke hier ab. Es ist eine Gabel. Ich gebe sie dir. Kleinen Moment. Dort ist ein Bissen drauf. Den kriegst du gut in deinen Mund. Kannst so aber rum? Auch gerne. Ja, genau. Okay. So hältst du die Gabel. Richtig. Oh. Genau. Kannst riechen und schmecken. Also riecht nach Wurst. Riecht nach Wurst. Fühlt sich wie Wurst an. Schmeckt wahrscheinlich auch so. Ungefähre Ahnung, aus welcher Region der Welt es kommen könnte. Ich probiere gerade rauszubekommen, ob Stückchen drin sind. Das ist, glaube ich, die richtige Taktik. Nimm dir ruhig noch. Ich würde sagen, das ist Leona oder Mortadella, je nachdem, wie man es bezeichnet. Okay. Ich würde sagen Mortadella aus Italien. Mortadella aus Italien, das ist deine Antwort? Ah, jetzt sind Stückchen dabei. Ah. Es könnte auch ein guter deutscher Bierschinken sein. Okay. Was ist deine finale Antwort? Ich würde dich bitten, in 3, 2, 1 mir jetzt deine Antwort zu sagen. Ich sag Bierschinken. Du sagst Bierschinken Deutschland. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Das Land stimmt. Okay. Die Speise leider nicht. Das gibt einen Punkt. Wunderbar. An dieser Stelle einen Punkt. Es wäre der Leberkäse gewesen. Ah, Leberkäse. Also, es ist natürlich geschmacksähnlich auf jeden Fall. Du kannst jetzt deinen Sichtschutz abnehmen und dabei zuschauen, wie Sebastian das Gleiche rät. Wie gesagt, aus Fairnessgründen ist es die gleiche Speise. Ich tippe ihn kurz an. Und was gab's auf die Ohren? Italienische Musik. Italienische Musik. Ja, von Mannequin. Kennst du natürlich sofort die Band, logisch, wie soll es auch anders sein. Ich hebe die Glocke jetzt hier ab und würde dir eine Gabel reichen zu deiner linken. Ah, links, hier, links genau. Das ist links. Das ist links, genau. Okay, mal. Und würde dich bitten zu schmecken, zu riechen und mir dann zu sagen, im besten Fall, was du da vor dir hast. Oh. Ungefähre das sind Bilder, die um die Welt gehen werden. Unser Erdkunde-Profi ist ratlos. Ach du schon. Ein großes Stück, hä? Oh. Gar keine Ahnung? Na Moment, ich war ja schon mal... Konsistenz ist klar, oder? Käse ist es nicht. Erst hat sich wie Käse... Was denn das? Okay. Leberkäse oder sowas? Okay. Was denn? Also Fleisch, ne? Es ist Fleisch, das ist ja schon mal... Gut, dass du das erkannt hast. Könnte auch Fleischersatz sein. Sei dir nicht so sicher. Nicht so viel bitte hier von meiner Linken. Wir wollen ja Neutralität wahren. Was ist denn das für ein Fleisch? So, lieber Sebastian, ich würde dich bitten, so langsam zu einer Entscheidung zu kommen. Das schmeckt. Drei. Ich hoffe, es schmeckt so Leberkäse und. Eins. Leberkäse aus. Ja, weiß ich nicht, Bayern. Bayern. Ist zu 100% richtig. Oh. Leberkäse aus Bayern. Mega. Glückwunsch. So, ich nehme dir die Gabel wieder ab. Gewehr. Genau. Oh, Sichtschutz kannst du auch absetzen. Und dann würde ich den Thorsten bitten, hier abzuräumen. Ja, mega. Es ist dann doch, wenn man nichts sieht, ist schwer. Ist schwer. Ja, ja. Wie ging's dir? Die Konsistenz war gleich. Ja, ja. Ich hab Bierschinken gesagt, aber eigentlich hat er ja mehr Stückchen, aber. Ja, gut, das ist. Es wenn man es weiß, denkt man, ach ja, stimmt. Und die, also man muss dann ja auch sagen, die Richtung ist natürlich eine ähnliche. Ja, ja, riesengroße das war ja schon nah dran. Und Unterschiede gibt es dann da geschmacklich natürlich nicht. Ja, es ist ja natürlich so eine Menge Fleisch auf einmal. Ne? Also es ist so diese Form, die man von Leberkäse auch kennt. So ein ja, bisschen. Genau. Ja. Ich erkläre die nächste Runde. Es geht an die Dart-Weltkarte. Es geht jetzt darum, ihr kriegt gleich Dartpfeile von mir. Und eure Aufgabe ist es, im Abstand von 3 Metern auf eine Weltkarte zu werfen. Im allerbesten Fall trefft ihr ein Land, welches sich innerhalb des Spiels befindet. Was bedeutet das? Wir haben Flächen in Türkis und wir haben Flächen in Rot. Die roten Flächen sind nicht mit im Spiel. Das sind Länder, von denen wir ausgehen, dass sie etwas zu einfach sind. Diese Länder sind raus. Kanada, die USA, Brasilien, Grönland, Russland, China und Australien.
Wenn ihr diese Länder trefft, dürft ihr nochmal werfen. Mhm. Wenn ihr nach 3 Würfen immer noch kein Land getroffen habt, welches im Spiel ist, kriegt ihr leider keinen Punkt. Okay. Das heißt, ihr müsst wirklich eine türkise Fläche treffen. Dann mir im allerbesten Fall das dazugehörige Land nennen. Es gibt logischerweise keine Beschriftungen auf unserer Weltkarte. Ländergrenzen ja. Okay. Okay, und im Anschluss lassen wir dann das entsprechende Land verifizieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder Richtigkeit bestätigen kann, welches Land ihr da getroffen habt. Soweit alles klar? Mhm. Übrigens, sollte es falsch sein, kriegt der Gegner keinen Punkt. Ne? Also das sei hier auch nochmal gesagt. Thorsten, ich bedanke mich für diese Aufmerksamkeit. Es steht 6-4 für Nathalie, deswegen würde ich jetzt einmal dem Sebastian den Vortritt geben. Sehr gerne. Und du kannst entscheiden, ob du Team Gelb oder Team Blau bist. Du nimmst Team Gelb. Soll ich ein bisschen wegrutschen, nicht, dass du mich drückst? Nein, das passt. Du kannst also da. So du kannst, schlecht bin ich auch. Du kannst da, glaube ich, aber sitzen. Ich lehne mich mal an. Das ist ja eine gute psychologische Kriegsführung hier, ne? So, aber jetzt Leberkäse gestärkt. So, kurze Konzentration. Ja. Sebastian an der Weltkarte. Auf geht's. Oh. Das war knapp. Allerdings dürfte das irgendwo in der Nordsee verschwunden sein. Das sieht nach einem Treffer aus. Und ich glaube, das ist machbar. Ja, das ist aber tatsächlich an der Grenze. Ne? Aber ich meine, der Großteil ist Griechenland. Ne? Ist Griechenland. Die Antwort stimmt. Punkt für Sebastian. So, Nathalie, ich würde dich bitten, genau, leg deinen Sichtschutz beiseite. Den brauchst du nicht mehr. Team Blau. Schon mal Dart gespielt? So? Machen wir mal. Naja, als Spaß in der Kindheit, aber schon lange her. Ist schon länger her. Gerne, genau, wunderbar, der Fairness halber, perfekt, nimmst du deine Pfeile ab. Ich probier mal. Gerne mit Schmackes, ne? Nicht zu lasch werfen. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass das keine gute Idee ist. Von daher trau dich ruhig, mit Schmackes zu werfen. Okay. Nathalie. Oh! Das war ein eindeutiger Treffer. Wow. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das beantworten kannst. Das ist stark. Wow. Das ist ein eindeutiger Treffer im roten Gebiet, sozusagen. Ist das Kasachstan oder die Mongolei? Tja, Kasachstan, das ist jetzt, ne? Das ist jetzt die Frage. Legst du dich fest? Ja, ich sag Kasachstan. Du sagst Kasachstan, es ist die Mongolei. Das hattest du als zweite Variante, als zweite Wahl gehabt. Es tut mir leid. Naja. Nimm gerne Platz. Es sieht immer noch gut aus. Es sieht aber immer dahin noch gut getroffen, aus. Wo viele hintreffen wollen. Ne? Das stimmt. Irgendwo das ist etwas, so, was klar ist. Dazwischen, ne? Zwischen Russland. Aber Kasachstan ist halt das Große daneben, ja, links daneben. Also insofern sehr knapp vorbei. Kommst du jetzt um die Ecke hier mit Griechenland, ne? Was wahrscheinlich jeder natürlich von uns gewusst hätte. Ne? Man muss halt daten können. Ne? Hinterher ist man immer schlauer. Ich finde Osteuropa wahnsinnig schwer. Ich war mal in Kasachstan. Also insofern, das wäre ein wunderschönes Land. Darf ich mal sagen. Wie alle Länder, fast alle. Ich gebe einen kurzen Zwischenstand. Es steht 6-5 für Nathalie vor unserer großen Finalrunde. Es geht in Runde 5. Es geht an die Buzzer. Schnappt euch euren Buzzer. Die Runde ist relativ schnell erklärt. Mhm. Ich stelle euch eine Frage und ihr buzzert möglichst schnell, sofern ihr der Meinung seid, ihr wisst die Antwort. Vorsicht ist geboten, denn buzzert ihr und eure Antwort ist falsch, kriegt der Gegner bzw. die Gegnerin den Punkt. Okay. Klar soweit? Ja. 6-5. Sebastian, du hast noch ein bisschen was aufzuholen. Druck. Ich beginne mit der ersten Frage. Zu welchem Land gehören die Osterinseln? Die Osterinseln? Papua Nui zu Chile. Das ist korrekt. Punkt für Sebastian. Welche ist die größte Stadt in Schottland? Oh, damit. Also warum habe ich das gemacht? Bitte um eine Antwort in 3, 2, Edinburgh. 1 und das ist leider falsch. Nein. Punkt für Nathalie, warum? Es wäre Glasgow. Ja, natürlich ist es Glasgow. Wie heißt der Stausee am Hoover Dam in Nevada? Wie heißt der Nevada? Zögert, hat eine Ahnung. Ich war da, aber. Dann nimm dir noch kurz, vielleicht kommt es ja gleich. Das kann ja nicht sein. Dann. Nee, ist mir zu heiß. Zu ist dir zu heiß. Sebastian zögert auch. Ich komme nicht drauf. Du kommst auch nicht drauf. 3, 2, 1. Ich würde die Runde dann hier schließen und mache weiter mit der nächsten Frage. Eventuell kommen wir gleich nochmal auf diese Frage zurück. Mhm. In welchem Land liegt der Nationalpark Torres del Paine? Boah.
muss es probieren, ne? Argentinien. Das ist leider falsch. Boah! Hättest du es gewusst? Sorry. Ich hätte auch nur geraten. Es wäre Chile. Schon wieder Chile. Chile gewesen, ja. Nächste Frage. Welches Kfz-Kennzeichen hat Monaco? Oh Gott. Das wäre auch ihr Raten jetzt bei mir. Oh Gott, ich muss ja, glaube ich, ne? Um zumindest, wenn ich das richtig sehe, auf ein... Ja, ich will nicht zu viel verraten. Traust du dich? Er traut sich, der Erdkunde-Profi traut sich. Ja, ich muss ja, ich muss ja. Lass dich vom Moderator in die Buzzerei reinquatschen. Ich würde die Runde schließen in 3, 2, 1. Okay. PM. Nochmal bitte. PM. Für Monaco. Principality of Monaco. Es wäre gar nicht so schwer gewesen. Oh. Es nur wäre M, MC gewesen. Nein. Das tut mir leid, deine Antwort ist leider falsch. Punkt für Nathalie. Taktisch sehr gut, liebe Nathalie, das sei an dieser Stelle einmal gesagt. Letzte Frage in der Finalrunde Buzzer. Welches Flughafenkürzel hat der Airport Hannover? Noch nie geflogen. Klar, Weltmetropole, Weltflughafen. Ne? Mein Mann wüsste das, aber ich nicht. Das wissen wir jetzt auch. Komm, geil, probier's, ne? Trau dich. H-A-N. Es liegt natürlich nahe, leider falsch. Es ist H-A-J. Natürlich. Ah. Und damit haben wir eine Gewinnerin, Nathalie. Dankeschön. Finaler Punktestand 10 zu 6 ja. Für dich. Das war eine und natürlich kriegst du nicht nur Ruhm und Ehre von uns, sondern auch einen stilechten Travelbook-Pokal überreicht. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, lieber Sebastian, beim nächsten Mal wieder etwas mehr Mühe geben. Also unbedingt einschalten, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, wer schlägt den Erdkunde-Profi hier auf Travelbook. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.